Ja, also ich bin ganz sprachlos. Also es kam alles ganz überraschend. Ich habe einen Anruf gekriegt um 18 Uhr. Dann möchte ich halt, also der Film ist ja auch so eine kleine Hommage an die Leute dort vor Ort. Also es ist ja, man muss sich vorstellen, das ist ein Stadtteil, ein Gebiet, wo die Arbeitslosigkeit am höchsten ist, wo die Suizidrate am höchsten ist, und das ist halt das, was ich auch an diesen Menschen so bewundere, dass die halt immer wieder aufstehen und weiterkämpfen. Und deswegen danke ich diesen Menschen, dass ich von deren Lebensgeschichte abschreiben durfte. Danke. Ganz herzlichen Dank an die Jury auch für die schönen Worte, die ihr für den Film gerade gesprochen habt. Und also bei zwei Preisen, vielleicht guckt der eine oder andere sich den Film auch heute Abend um 23 Uhr noch an. Und wenn ihr dann während der WM ganz viel das Lied Schoschulosa hört, dann denkt vielleicht auch der eine oder andere an die Geschichte dieses Liedes und an die Geschichte Südafrikas. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Ja, danke vielmals. Es ist, als Berliner ist es natürlich super, wenn man in Berlin auf dieser Bühne einen Preis bekommt für einen Berliner Film. Ja, das ist ein Berliner Film. Ja, danke. Der liebevolle und präzise komponierte Film dreht sich um ein Thema, das uns allen angeht. Sex. Ohne die Protagonistinnen zu verraten oder bloßzustellen. Stattdessen zeigt die Kamera die drei Prostituierten, Crystal, Paula und Caroline, in all ihrer Schönheit und mit äußerster Sorgsamkeit, Mitgefühl und Würde, wie sie ihren Beruf nachgehen und darüber reflektieren, was es für sie bedeutet, Sexarbeiterinnen zu sein. Der Film hat unter anderem durch die bestechende Kameraarbeit eine unverwechselbare Seele in der jetzigen Heldinnen, die ein echtes Kinovergnügen bereitet. Es ist uns eine große Freude, den Achtung Berlin Kamerapreis zu verleihen an Eva Maschke für den Film Frauenzimmer. Eva Maschke. Ja, also ich bin nicht Eva Maschke, sondern die Regisseurin von Frauenzimmer, und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass sie diesen Preis bekommt jetzt, weil die Zusammenarbeit mit ihr eine sehr schöne war. Und sie hat eine E-Mail geschrieben, als sie erfahren hat, dass sie... Eva schreibt: Ich freue mich sehr über den Preis und empfinde ihn als eine schöne Wertschätzung meiner Arbeit. Da ich leider nicht da sein kann, schicke ich herzliche Grüße aus Köln und stoße heute Abend von hier aus mit euch allen an. Sie freut sich sehr. Trotz der zahlreichen Einschränkungen, die ein Drehort in einem militärischen Sperrgebiet mit sich bringt, gelingt es dem Kameramann auf beeindruckende Weise, dem Zuschauer eine weitgehend unbekannte Welt zu erschließen. Seine Bilder sind es auch, die dem Film Schnitt eine aufregende Mischung aus Distanz und Nähe ermöglichen. Der Autorin gelingt es, die Protagonisten nicht in Gut und Böse zu teilen. Ihre differenzierte Sicht gestattet es ihr nicht, Patriotismus und Religiosität zu diffamieren. Sie lässt den Zuschauer teilhaben an den Ängsten ihrer Protagonisten, an ihren Ausreden und vor allem auch an ihren Erkenntnissen. Auf diese Weise entstand im besten Sinne des Wortes ein außergewöhnlicher Antikriegsfilm. Mit dem New Berlin Film Award in der Kategorie Bester Dokumentarfilm wird Der innere Krieg von Astrid Schuld ausgezeichnet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Entscheidung und die Auswahl. Ich bin froh, dass ihr das auch alle mitbekommt. Also einer fehlt noch, oder zwei eigentlich aus dem Team, aber schön, dass ihr hier seid. Entschuldigung, ich möchte
euch nicht langweilen mit diesen Dankessagungen, aber wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, weil Robert war jetzt nicht so oft dabei, der den Film geschnitten hat und der auch eben zu diesem Rhythmus und Sebastian mit seinen Bildern für die Intensität beigetragen haben und wir alle da sehr lange für gekämpft haben. Es hat auch sehr lange gedauert, also euch auch nochmal herzlichen Dank. Und natürlich dir, Olli, für den Kraftakt und auch dem Martin, der jetzt nicht da ist. I'd like to just say something about Saturn Returns, because it's a very strange, mysterious, and very intense film which remained with us long after we had seen it. And it was really great to see a film like this in the cinema. It's a cinema film, and I don't really want to say anything more about it, because the best thing you can do for any film is to go into the cinema and see it yourselves and discuss. You can say a lot about this film, and both films, but that was what I wanted to say about Saturn Returns. Es gibt nicht viele Zombie-Filme aus Deutschland. Um ehrlich zu sein, es gibt eigentlich überhaupt keine Zombie-Filme aus Deutschland. Und Rambock hat sich diese Aufgabe gestellt und sie hervorragend gelöst. Und wir waren total froh, ihn zu sehen. Er hat es bravourös gemeistert. Es ist ein toller Film mit einem tollen Drehbuch, mit guten Drehbuchideen. Wenn das Paar, zum Beispiel das junge Paar, am Ende mit dem Ruderboot in die unglaubliche oder undeutliche Zukunft fährt, dann denkt man eigentlich ein bisschen an Children of Man, aber wenn sich dann der verzombierte Liebespartner in seine Braut quasi mit ihr vereint in dem Augenblick des Zombie-Todes, dann stirbt er eigentlich den Tod aus Armageddon. Und diese beiden Filme vor Augen haben wir gesagt, man muss diesen Film prämieren, und das haben wir getan, und wir freuen uns, dass es ihn gibt. Und wir wünschen euch beiden Regisseuren für die nächsten Filme alles Gute. We will just say thanks for this award, thanks for the festival. Imri Khan, that wrote the film and produced it with me, couldn't be here, but I'm here with Chloe Griffin and Martin Decker, that are both actors and set designers in the film. Thank you very much. I'd like to pay my respect to Hissa Hilal for her courage and her poetry. Guten Tag. Vielen herzlichen Dank an die Festivalleitung, an Hayo und Sebastian, dass sie diesen Film ausgesucht haben. Vielen Dank. Und vielen Dank an diese großartige Jury, diesen Film wertzuschätzen. Es war eine sehr mutige Entscheidung, diesen Film als Eröffnungsfilm zu zeigen und diesen Film auszuzeichnen. Vielen Dank. Und vielen Dank an ZDF und vielen Dank an 25B, die diesen tollen Preis uns stiften.